Nun, wenn wir, das können Angelika und Manfred gut beobachten, in Europa den Vergleich machen, dann haben wir in Deutschland und Bayern unsere Wirtschaft ganz gut durch diese Krise gebracht. Kurzarbeit, Kredite, Überbrückungshilfen, allein in Bayern über 5 Milliarden Euro, haben vielen geholfen. Und bei der Steuerpolitik will ich sagen, zum Beispiel für Gastronomie, Hotellerie, haben wir sogar Steuern senken können, die Mehrwertsteuer auf 7%. Und ich will das mal sagen, weil ich irgendwo gelesen habe, Scholz will das nicht ändern. Durchgesetzt gegen erbitterten Widerstand der SPD haben das Alexander Dobrindt und ich und mancher in Bayern, der sich gern als Schutzpatron der Gastro aufspielt, zum Beispiel die Freien Wähler, hatten auf diese Entscheidung 0,0 Einfluss. Das hat nur die CSU gemacht, um das mal deutlich zu sagen.